Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, wo ich hier bin. Das frage ich mich auch gerade. Nein, ich bin nämlich im Zeitschrein. Und ihr fragt euch auch, warum ich hier bin. Ich bin hier, weil ich hier ein Herz vergessen habe. Yay. Schön. Und das werde ich natürlich jetzt nachholen. Und dann muss ich erstmal das hier raufschmeißen. Bitte. Danke. Und muss die zwei Statuen hier nach vorne führen. Und wir werden in dem Part wahrscheinlich doch nicht nach Kumula gehen. Beziehungsweise halt in den letzten Dungeon. Aber warte. Steht das jetzt drauf? Ja, steht drauf. Aber wir werden heute schon ein bisschen mit der Herzteiljagd beginnen. Denn ich habe mich gerade ein bisschen schon informiert. Und das sind schon ein paar schön geile Herzteile, die ich noch holen könnte. Komm schon. Danke. Geh rauf da. Danke. Jetzt sollte eigentlich ein Herzteil kommen. Das Traurige ist nur, ich muss jetzt die ganzen Dungeon wieder rauslaufen. Aber das ist nicht so schlimm. Und ich habe halt leider auch irgendwie, wie heißt sie denn? Die Tante nicht mehr. Keine Ahnung warum. Fragt mich nicht, ich weiß nicht, dass mir noch ein Herzteil fehlt. Hype. Aber wir sind ja am Anfang. Ich habe zum Glück nicht irgendwo anders was vergessen. Wir müssen ja halt jetzt nur ein bisschen rauslaufen. Runter. Und hier raus. Dauert jetzt zwar nicht so lange, aber ist halt trotzdem ein kleiner Aufwand. Der halt ziemlich unnötig ist, aber ich schätze mal. Ich würde mal sagen, die Herzteile, die ich geplant habe, ich weiß halt bei manchen jetzt nicht mal, wo die genau sind. Ich weiß nur, wie ich sie bekomme. Oh, scheiße. Lass mich kurz rüber. Ja, so. Das ist nämlich das einzige Hindernis in dem Dungeon noch. Was es gibt. Den Rest habe ich nämlich alles schon zerstört und so weiter. Und da kann ich halt jetzt auch schön raus. Warte. Aber es liegt halt daran, dass ich nicht raus kann. Wahrscheinlich, weil ich halt in einer anderen Zeit bin. Das ist ziemlich gut durchdacht. Weiß ich, ob ich in den anderen Dungeon auch raus kann. Fragt mich was Leichteres, danke. Jetzt kann ich hier raus. Und dann haben wir es schon. Also jetzt ein kleiner Umweg. Eine Minute. Kann man mal machen. Muss man halt nicht. Und das ist die Musik. Leckt es hier gerade oder hat es hier gerade geleckt? Ist es hier, glaube ich, gerade ultra geleckt? Okay. Nice. Wir gehen natürlich gleich wieder raus. Und ja, dann gab's. Das ist der einzige Dungeon, glaube ich, in dem es drei Herzteile gibt. Und ich muss sagen, in Kumula weiß ich halt auch nicht, wo die Herzteile sind. Die werde ich wahrscheinlich entweder nachholen. Oder ich schau halt irgendwie genau. Jetzt informiere mich halt vorher. Ah, wo ist das nächste Herzteil? Wo gehen wir hin? Nach Firone gehen wir mal. Firone Nord? Fragezeichen? Glaube ich mal. Schauen wir mal, ob es richtig ist. Ich habe nämlich im letzten Part auch schon gerochen, dass da was ist, als da, wo es jetzt, wo ich jetzt hingehe. Und da war auch was. Ah, nein, 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 ich will zurück. Muss ich jetzt hier wieder ganz durch? Aber ich bin falsch. Ich warte mich lieber an das ans andere. Hierhin, oder? Hierhin. Stimmt's? Doch. Und muss ich wieder. Ach, oh, muss ich wieder so viel Blödsinn machen. Bla bla bla. Nee, das mache ich jetzt nicht. Nein. Das mache ich später. Und in die Richtung. Schön. Ich muss es sagen, ich komme echt gut voran. Ich hoffe. Ich schätze ja mal, ich werde das Ganze auf die 50 Parts hoffentlich bringen. Also weniger auf keinen Fall. Aber vielleicht schaffen wir es ja. Wenn ich mich nicht allzu dumm anstelle. Yay. Aber hier ist das nächste Herzteil. Habe ich ja letztens schon gerochen. Und zwar muss ich mich erstmal eben in den Menschen verwandeln. Ich wusste nur nicht, wie ich da hochkomme. Warte mal. Und zwar brauche ich dich hier. Du kommst her. Komm her. Ich will halt. Es gibt halt auch einen Grund, warum ich jetzt schon Herzteile hole. Denn ich finde, es ist halt dann langweilig, wenn das Finale kurz bevorsteht und ich dann hier sitze und. Oh, komm her. Danke. Wir müssen uns hier nämlich jetzt in den Wolf verwandeln. Dann ist das Finale kurz bevorsteht und ich dann halt hier stehe und noch Herzteile sammeln muss.
Das heißt, ich versuche natürlich... Oh, shit, Gnomen. Ihr müsst hier jetzt nicht... Oh, lol. War ich halt noch nie. Hm, keine Ahnung. Und hier ist jetzt einfach eine Truhe. Ja, gut. Ah, die habe ich doch schon mal gesehen. Geil, wir haben jetzt... 5, wir haben jetzt 6 Herzen. 2, 4, 6, 16. Das heißt, uns fehlen noch 15 Herzteile. Jo, warte kurz. Weiter geht's. Wir warten uns zum Hyliasee. Da wollen wir kurz hin. Gibt's nämlich auch noch ein Herzteil? Okay, dann werden wir halt doch noch in den Dungeon gehen. Ich habe nämlich schon fast alle Herzteile abgeklappert, die ich holen wollte. Ich wollte nämlich nur 4 holen. Mhm. Im Hyliasee gibt's nämlich auch noch was Schönes. Und zwar, komm schon mal, komm mal, komm mal. Und zwar, erstmal ist hier oben eine Truhe. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ist mir relativ egal. Und das ist hier nichts. Und ich muss hier rein. Kann gleich mal gleich das Item ausrüsten, das ich brauche. Komm schon, wird wieder hell. Danke. Und hier lang. Und stopp. Zurück verwandeln. Und jetzt noch schön hier rüber hangeln. Komm schon. Nice. Wir haben es geschafft. Und ich habe noch echt noch immer nicht, war noch immer nicht bei der ein, bei dem einen Mädchen. Das, damit ich eine größere, wisst schon was bekomme. Eine größere Beute, oder eine größere Rubintasche halt. Und wir denken uns jetzt, heute erhalten wir noch 5 Rubine und was ist hier drin? Bomben? Aber warum auch immer wir hier Bomben bekommen, aber wir halten ja auch ein Herzteil. Ja, kann ich von hier aus kann ich eigentlich nicht wegwarten. Warte, mach jetzt mal auf. Au, ja. Oh ja, eins und eins. Nehme ich eigentlich von hier wirklich? Nein, oh verdammt, falscher Knopf. Nichts passiert, oder? Oder keine Spur von selbst. Okay. Ich kann mich von hier auch wegwarten, okay. Ah, wo wollen wir hin, wo wollen wir hin, wo wollen wir hin, wo wollen wir hin? Sollen wir erstmal... Ach, erstmal das. Wir müssen nämlich auch noch was anderes machen. Und zwar müssen wir einem bestimmten Herren ganze 1000 Rubine spenden. Damit wir ein Herzteil bekommen. Und da fangen wir halt jetzt einfach schon mal an. Da fangen wir an. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Lala. Oh, please. Fick dich doch. Ich hasse ihn so sehr. Ich werde dich niemals vergessen. Obwohl ich es eigentlich versuche. Ich lese deine Briefe nicht. Ich lese sie nicht. Hör auf. Nein. Lies sie nicht. Ich hab ihn geraubt. Oh, man sieht hier sogar schon rein. Okay, habe ich noch nie so genau drauf geachtet. Aber nice. Ah, ziemlich nice. Und der Typ, mit dem ich rede, ist. Du bist das, oder? Hallo, bla bla, ich bin ein Spend von Frieden. 3,50. Nochmal. Nochmal 50. Ich muss den mit dem halt jetzt echt lange reden. Ach, ja, nimm meine 50 Rubine. Steck sie dir irgendwo rein. Ja, ich muss dir nämlich insgesamt 1000 Rubine geben. Und weil ich sowieso voll bin. Ach, please, wie lange dauert das denn? Wir haben schon die Hälfte. Ach, Gottchen. Vielleicht ja, ein kleines Spenden. Nein, jetzt gebe ich ihm erst 30. Oh, scheiße. Eigentlich hätte es sich jetzt schön ausgegangen. Aber egal. Vielleicht eine schwere Spende, bla 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 bla. Noch friss mein Geld. Ja, komm. Nimm jetzt. Vielleicht eine kleine Spende. Ja, eine Haste. Brudes. Und das. Am klügsten wäre, sie gibt jetzt 2x30. Komm schon. Ja, 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 ja. Shut up and take my money. Wisst ihr, was jetzt klug wäre? Wir würden uns jetzt nochmal 20 Rubine holen. Komm nochmal her. Oder ich merk's mir. Dass ich dir noch 10 Rubine schulde. Aber ich glaube, das merke ich mir nicht. Von daher hole ich mir die schnell.
dein Schwert rausnehmen, danke. Oh Gott. Oder. Schauen wir mal kurz, ob hier hinten der Felsen ist. Nein, ist er nicht. Warum auch immer ich hier gerade das Gras nicht kaputt machen konnte. Ich, ist egal. Okay, dann geht's jetzt weiter. Und zwar zur Eldenbrücke. Die ist hier, stimmt's? Ja. Da wollen wir nämlich auch hin. Da wollen wir auch hin. Und da habe ich mir auch letztens schon gedacht, ja, vielleicht könnte da was sein. Und es war auch was. Ich muss jetzt nur kurz schauen, wo das ist, denn ich habe das selbst noch nicht getestet. Ich habe halt noch gar nichts davon getestet. Ah, wo ist es? Warte mal, warte mal. Hier müsste irgendwo eine Leiter sein, wo ich dann hoch kann. Ich muss halt jetzt nur kurz schauen, wo die genau ist. Hier ist keine Leiter. Hier ist nirgends eine Leiter, vielleicht über die ganze... Vielleicht muss ich es auch über die ganze Brücke ziehen. Und es sieht noch so aus. Schauen wir mal. Oder hier ist doch nichts. Nee, hier ist gar nichts. Laufen wir mal kurz rüber und schauen einfach mal nach. Was hat hier da hinten für Biester eigentlich? Ist hier eine Leiter? Du musst auf jeden Fall zu irgendeiner Leiter. Warte mal, verwandle ich mal zurück. Oder, ach, hier ist eine Leiter. Ah, lol. Okay, nein, leck mich. Oh, jetzt komme ich bis... Ach, das ist ja zu dumm. Okay, wir haben es. Ja, dann haben wir alles, was wir heute finden wollten, abgeschlossen. Jo, nice. Lalalalai. Ist das so gut? Warte mal kurz. Mal kurz. Na ja, trifft mich halt jetzt. Du kannst mich jetzt gerne treffen. Ich kann mich aber jetzt erstmal zurückwandeln. Werde dich jetzt zerstören. Stirbst du bitte? Stirbst du bitte? Danke. Dann hole ich mir dich da oben. Hätte ich halt alles im letzten Part schon machen können. Aber egal. Nein, kannst du bitte runtergehen? Gehst du bitte runter? Link? Ist das eigentlich mein Ernst? Halt, stopp. Was habe ich jetzt gemacht? Okay. Kann ich jetzt vielleicht wegwarpen und wieder hin? Fragezeichen, Hilfe. Please help. Oh, scheiße. Ich bin so ein Pfosten. Oh Gott. Das ist schon wieder so ein richtiger Fail. Richtig schön. So richtig hart in meine Fresse. Ah, wo bin ich jetzt denn? Ach so, ich habe jetzt hier hingewarpt. Egal, warten. Und wieder zurück nach zur Eldenbrücke. So, bitte Gott, sag mir, dass das wieder so ist. Spätestens aber neuen Spielstart. Aber ich will halt, dass ich das jetzt machen kann. Oh. Komm hin. Komm hin. Warte mal, warte mal, warte mal. Yes. La 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 la. Es ist so super. Nice. Am besten ich gehe jetzt einfach hier hoch und nehme dich gleich von hier oben einfach neben mir mit. Dann mache ich nämlich keinen Blödsinn jetzt. Nee. Mach keinen Blödsinn. Halt. Stopp. Chill doch. Warte, wisst ihr, was noch besser ist? Du gehst in die Mitte. Ich stelle mich auch so neben dich. Und wir gehen jetzt hier nebeneinander mit rüberkommen. Mein Freund, die Statue war... Oh Gott, meine Kopfhörer kratzen. Ich halte gerade einfach so meinen Stick und hoffe, ich fliege nicht runter. Hoffentlich. Was auch immer das für eine Schlucht ist... Warum ist hier einfach so eine Schlucht? Das würde mich halt interessieren. Aber wir haben es gleich geschafft, wir haben es gleich geschafft. Komm schon. Nee, ich kann hier... Achso, ich kann hier sowieso schneller. Komm her, Digga. Halt, stopp. Easy. Und jetzt solltest du eigentlich, glaube ich, hier runter oder so. Easy. Get wrecked. Lala. Bin ich jetzt schon drüber? Hey, kannst du bitte da hochgehen?
Okay. Was willst du mir denn sagen? Darüber... Ach komm schon. Laber mich nicht voll. Und dann komm hier so mittig. So wahrscheinlich. Ach, come on. Hauptsache, ich sag halt so, ja, wir werden heute noch den Dungeon betreten und ich schätze mal, das wird nicht mehr der Fall sein. Komm schon. Digga, willst du mich ficken? Was machst du hier? Digga. Was geht? Jo. Ach komm, das war jetzt knapp. Komm schon. Wer auch immer hier schießt. Wer schießt hier schon wieder? Was geht hier eigentlich? Solche Pfosten. Das ist sowas auf dem Planeten Erde überhaupt noch gibt. Das ist halt leider traurig. Aber egal. Wir gehen jetzt hier schön hoch. La 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 la. Und hier oben sollte jetzt eigentlich ein Herzteil sein. Holla. Peter. Ist jetzt noch jemand? Nein. Aber hier ist eine Truhe. Die ist super. Und wir halten ein Herzteil. Okay. Uns fehlen also noch... Warte mal. Halt, stopp. Erstmal schön die Aussicht genießen. Und dann, wer auch immer hier unten ist... Easy get. Nein, 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 nein. Ich setze hier nichts aufs Spiel. Aber ich will die Pfeile hinten haben. Haha. XD. Und das Herz, was du mir vielleicht gibst. Gibst du mir nicht, dann bist du ein Ab. Ich sag's nicht. Willst du mich wieder nach Kakariko? Hi. Und da müssen wir jetzt zu dem Typen gehen und ihm das schöne, fertige Dokument zeigen. Wir haben jetzt 18 Minuten. Ja, okay, 16. Vielleicht 17 Minuten circa. Warte mal. Ich rüste es gleich mal aus. Komm, zurückverwandeln. Okay. Und so schnell wie es geht noch da rein, bevor es Nacht wird. Beziehungsweise ich glaube, es kann gar nicht Nacht werden, weil ich Kakariko bin. Egal. Ach ja. Ilia hat wieder ihr Gedächtnis, das wisst ihr ja schon aus dem letzten Part. Im letzten Part ist das passiert, oder? Ja. Wir sind jetzt hier im Part 40. Schön. Ja. Was ist? Ist das etwa das antike Dokument von neulich? Nanu, da steht ja jetzt viel mehr als vorher. Ich weiß nicht, was damit passiert ist, aber es muss ja etwas bedeuten, dass du es mir zeigst, oder? Also gut, Chris, ich werde noch einmal den Zauberspruch vortragen. Der labert zwar extrem leise. Und ihr werdet das vielleicht nicht verstehen. Aber egal, und es geht auf. Oh, lol. Oh, sie hat die gleiche Form angenommen wie die anderen Statuen. Was kann es nur wie la, 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 bist du völlig verwirrt. Entschuldige, Chris, ich muss mal wieder... okay, bye. Okay. Bist irgendwie verwirrt. Tschüss. Alter, fuck. Oh Leute, das sitzt jetzt einfach vorne. Wir können sie jetzt einfach wegtragen. La 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 la. Wir können jetzt runter. Und was ist hier unten jetzt? Okay. Chris? Wärst du diese steinerne Statue und das hier? Unglaublich, einfach unglaublich. Das ist doch die Kumbula-Kanone aus den Aufzeichnungen meines Vaters. Ich wusste doch, dass hier irgendetwas seltsam war. Da hat mich meine Intuition nicht getrogen. Aber wie kann man damit nur nach Kumbula gelangen? Ja, das zeige ich dir gleich. Das zeige ich dir gleich. Und zwar verstecken wir uns erstmal hier hinten. Eine Kanone? Was machst du jetzt? Warten wollen wir uns. Aber dieser Typ, der schaut uns schon die ganze Zeit an. Och, please, geh weg. Kann ich dich irgendwie wegklappen? Oh. Möglicherweise störe ich. Wir fangen bla 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 bla. Bye. Ach ja. Lass mich dir noch einen letzten Rat geben. Das Ding scheint kaputt zu sein. Du solltest es erstmal jemandem zeigen, der sich mit Kanonen auskennt. Also bis dann. Wer kennt sich wohl mit Kanonen aus?
Oh, das war ein bisschen gemein von uns, oder? Ja, egal. Wer kennt sich wohl mit Kanonen aus? Ich zeig's euch gleich. Ja, lass mich warten. Und zwar zum Hylia-See. Das zeige ich nämlich gleich, warum. Gibt's nämlich jemanden, der sich mit Kanonen auskennt. Deshalb. Jetzt sind wir hier und mein Auge kratzt. Ach ja, hier liegt jetzt die kaputte Kanone, aber wir müssen kurz jemanden finden, der uns die Kanone repariert. Und ich habe auch hier vorne noch die Geisterseele übersehen, die muss ich auch noch holen. Ich habe zwar schon fast alle geholt im Hylia, am Hylia sind nur eine nicht hin. Ja, das habe ich alles offscreen gemacht, ich rede mal mit dir. Hey! Sag mal, ist das deine? Du bist halt so verrückt danach, dass du dir sogar eine eigene Kanone besorgt hast. Dann wollen wir uns dein Prunkstück doch mal aus der Nähe ansehen. Aua, ja, ich kratzt alles, Hilfe. Was? Das ist aber auch ein ziemlich klassisches Modell, oder? Außerdem habe ich gar keine Zündvorrichtung dafür. Im Moment kann man die also gar nicht benutzen. Ihr könnt ja natürlich versuchen, sie für dich in Ordnung zu bringen. Ich meine, das würde dich natürlich 300 Rubine Vorauskost interessieren. Oh lol. Oh lol, ich brauche fucking 300 Rubine. What? Easy get wrecked. 25 Minuten gefarmt. Geil. 300 Rubine. Get wrecked. AMK, danke schön. Hab ich alle lieb. Ja, ja. Der wird aus einer normalerweise 25 Minuten Aufnahme. Nein. Eine 50 Minuten Aufnahme. Also das ist bla 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 bla. Ja, ich will. Wusste ich's doch. Ich weiß genau, was du willst. Dauert doch gar nicht lang. So, das hätten wir. Hab sie repariert, glaube ich zumindest. Sieht zwar ziemlich vergammelt aus, aber das, was drin steckt, ist super. Das Ding bringt dich vielleicht wirklich bis in die Wolken. Pass aber auf, ist sicher nicht ganz ungefährlich. Also ich gehe da mal. Will dich ja nicht stören. Hey, viel Spaß wünsche ich dir. Ja, geil.
Ach ja, und man braucht halt echt fucking 300 Rubine. Damit, dass man nach Humula kann, das wusste ich nicht. Liegt vielleicht daran, dass wenn ich, weil ich sie das mal durchgespielt habe und da hatte ich halt meine 300 Rubine sofort, habe ich nie fahren müssen. Aber ich würde sagen, das war's mit dem Part. Nächstes Part gehen wir in den letzten Dungeon, und zwar Humula. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.